Post? Okay, Saale Zeitung? Hey! Danke! Sehr schön! Ich bin jedem einzelnen meiner Mitarbeiter, meiner Kollegen, zu großem Dank verpflichtet, weil ich einfach eine ganz tolle Truppe habe, allen voran hier die Uli, die Bad Brückenau rockt, schmeißt, jeden Tag toll organisiert. Vielen Dank, Uli, dafür. Und dafür, dass sie auch dieses Skript hier gemacht hat. Das hier wird aufgezeichnet. Sie können es ist jetzt hier nicht mehr ist, aber der Rest da draußen kann das Ganze auf Facebook Saalezeitung jetzt live mitsehen. Es darf auch kommentiert werden. Wir haben allerdings einen Aufpasser im Publikum. Wir sind normalerweise eine sehr tolerante Gruppe, aber sobald es anfängt, dass irgendjemand beleidigt, dass irgendjemand mal ein paar Kommentare absetzt. Es gibt keine Toleranz, die werden sofort ohne irgendeine Vorwarnung gestellt. Ich hoffe, das ist auch in dem Sinne. Was einen habe ich noch vergessen. Ja, genau. Der Herr in der Mitte mit ohne Haare und viele Bilder auf dem Arm ist ein ganz netter. Auch wenn er nicht so ausschaut, er ist einer der besten. Schaut mir einfach freundlich, ihr schaut freundlich zurück und so sind die besten Kinder. Jetzt wollen wir starten und es geht los. So, jetzt wird ernst. Begrüßen Sie mit uns die Kandidaten der Bürgermeisterwahl 2020 für Bad Brückenau. In der Reihenfolge ihrer offiziellen Nominierung durch die Nominierungsversammlung, das sind Jan Marberg für die SPD. Der Stumpel zu wenig, aber er ist ein ganz netter. Herr Stumpel, warum würden Sie Herrn Marberg wählen? Ich würde Herrn Marberg wählen, weil ich ihn schon ein bisschen besser kenne und weil ich ihn auch wirklich für geeignet halte, weil er sehr gute Ideen hat. Herr Marberg, warum würden Sie Herrn Vogel wählen? Ja, ich würde den Jochen, wir duzen uns, wählen, weil er einfach die Erfahrung hat, die man als Bürgermeister gut gebrauchen kann, um auch in der Stadt wie Bad Brückenau zu bestehen. Ich denke, die Eckdaten der Kandidaten sind den meisten von Ihnen bekannt. Wir haben uns etwas anderes überlegt. Susanne? Ich habe hier mal ein paar Bücher aufgebaut. Das geht von Robin Hood, falls wir einen Helden unter den Kandidaten haben, über die Biografie von Franz Josef Strauß. Es ist aber auch da in 15 Tagen denken lernen. Und ich bitte Sie drei jetzt, kommen Sie mal nach vorne, überlegen Sie sich, Sie hätten morgen Urlaub, Sie brauchen noch eine Urlaubslektüre. Greifen Sie das raus, was Ihnen am nächsten ist. Danach plaudern wir kurz drüber, jeder Einzelne sagt, warum Sie das mitnehmen würden. Und vielleicht erfahren wir da auch ein bisschen was Persönliches von Ihnen. Also gehen Sie gerne wandern oder Titanic, das Beste aus den letzten 30 Jahren. Also ist es alles offen. Kommt doch nach vorne, suchen Sie sich ganz aus. Wir hätten ja auch eine DVD mit Body Styling. Nachher Vogel? Wow. Herr Vogel, dann fangen wir doch gleich mit Ihnen an. Warum denn die Liebe?
Gottes Willen. Ja genau, um Gottes Willen. Weil die Bibel ein sehr spannendes Buch ist und ich finde, dass jeder die Bibel mal gelesen haben sollte. Da stecken viele tolle Dinge drin, die vielleicht für den einen oder anderen etwas altbacken wirken mögen, aber die heute mehr denn je gültig haben. Sind Sie regelmäßig Kirchgänger? Ja. Mit der ganzen Familie? Mit drei kleinen Kindern im Alter von 7, 5 und 1 ist das eine Kinder manchmal Gottes etwas spannend. Ja. Ich habe heute herzlichen Dank. Die ganz andere Ehe. Ja, ich bin der nächste Stumpel. Dalai Lama Stumpel. Andersrum wäre es schlimmer gewesen, wenn ich Dalai Lama zu mir gesagt hätte. Also, mit Dalai Lama habe ich mich natürlich auch so ein bisschen beschäftigt, weil der entscheidende Schlüssel zum Glück ist, mit dem zufrieden zu sein, was man im Augenblick hat. Das sind ja die Weisheiten des Dalai Lama und finde ich richtig gut. Wunderbar, danke schön. Und ich finde es spitze, dass wir jetzt so eine Bandbreite an Interessen haben, nämlich natürlich um die Titanic. Ja, ich habe die Titanic genommen, als Bibliothekar kann ich natürlich mit allem was anfangen, aber ich habe die Titanic genommen, weil die Titanic steht für Satire, gut gemachte Satire, die schießt manchmal über das Ziel hinaus, das auch, aber für diese Form von satirischer Kunst braucht man einfach eines, das ist Kreativität. Ich schätze sehr, wenn man sich Gedanken macht und Neues erfordert, Innovatives, von daher würde ich die Titanic einfach bitten, weil ich glaube, der wird entsprechend lesen müssen. Manche waren auch ganz offensichtlich auf den Schaden eines einzelnen Kandidaten ausgerichtet. Wir haben da auch gesprochen. Wir geben Ihnen für die Antwort etwa 2 Minuten Zeit. Wenn das nicht klappt, Susanne, haben wir so ein kleines akustisches Signal. Also er klappert nur vor sich hin, aber ich werde es deutlich machen, dass es über 2 Minuten ist. Und wir beginnen mit einem Thema, was gerade in dieser Woche hochbrisant ist, und zwar der alte Bahnhof. Ilse Schönstein aus Bad Burgenau fragt alle drei Kandidaten Folgendes. Wäre es nicht möglich, auf dem alten ehemaligen Bahnhofsgelände eine Stadthalle zu bauen mit Café, Bücherei, öffentlichen Toiletten und das Ärztezentrum in der Georgi-Halle unterzubringen? Dann könnte der Park gerettet werden und man hätte vielleicht 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Herr Stumpe, wie sehen Sie das? Also erstmal vielen Dank an die Frau Schönstein für die Frage. Ich weiß nicht, ob sie heute Abend hier ist. Ich erinnere an die Bürgerwerkstatt, die hier in der Georgi-Halle stattgefunden hat. Da haben ja viele Bürger von Bad Brückenau ihre Meinung geäußert zu dem Park, zu der Georgi-Halle, zu dem Ärztezentrum. Und ich finde die Idee hervorragend, auf dem Bahnhofsgelände eine Veranstaltungshalle zu bauen, denn sowas fehlt tatsächlich. Bestes Beispiel ist heute Abend, hier sind vielleicht 300 Leute, für 500 hätte man vielleicht Platz gebraucht. Das Ärztehaus würde ich auch eher auf der Seite von dem Bahnhofsgelände sehen. Bücherei sehe ich persönlich aber eher im Stadtzentrum, weil das ein Funktionsgebäude ist, was meiner Meinung nach in die Stadt gehört, um diese zu belegen. Danke. Das ist grundsätzlich eine tolle Idee, die in der Frage aufgebracht ist. Ob wir aber das Bahnhofsgelände, das einzig aktuell freie Gelände, das für Bad Brückenau geplant werden sollte, mit so einer großen Halle zustellen, da würde ich gerne mal genauer hingucken wollen, eben auch aus dem Grund, der Dirk Stumpe hat es gesagt, es gab eine Bürgerwerkstatt mit vielen tollen Ideen, die sollte man da nicht einfach übergehen. Zum anderen, das Ärztehaus zu tun, in einem Bestehungsgebäude wie dieses, wird das, glaube ich, mehr als schwierig. Brandschutz, um nur eine ganz große Hürde zu nennen. Von daher würde ich eher das Bahnhofsgelände doch sehr bedacht überplanen wollen und diesen Vorschlag oder diese Frage mit Nein beantworten. Herr Marberg. Danke.
Ja, das Bahnhofsgelände ist auf jeden Fall eine ganz spannende Sache für uns, weil das ist eines der wenigen unbebauten Grundstücke in der Stadt. Ja. Ich schließe mich an, wir haben in der Bürgerwerkstatt im September viele tolle Ideen und ich bin auch gespannt auf die Ergebnisse, die ja jetzt demnächst auch dann entsprechend öffentlich werden. Die Stadthalle dort zu bauen, könnte ich mir tatsächlich gut vorstellen, weil wir müssen uns ja auch vergewissern, dass wir hier die Georgi-Gosse, wenn sie denn dann ausfallen wird oder entsprechend saniert werden wird, die Veranstaltungen, die müssen wir auch dann weitig auch unterbringen können. Und das ist ja wichtig für uns, dass wir den Veranstaltungsraum haben. Also deswegen, man kann sich darüber Gedanken machen, ob das ein Charme hätte an sich, diese Veranstaltungshalle. Ich sehe auch die Georgi-Kur-Halle eher als Veranstaltungshalle in der Zukunft. Tatsächlich beim Bahnhof mit auf. Das erste, was sie an dem Stand gut aufgehoben, sie ist auch nicht so nach sondern die davon betroffen ist. Und ich kann daran erinnern, wir hatten vergangenes Jahr den Mittelaltermarkt. Auf dieser Fläche hat sich nichts befunden. Das war mehr oder weniger ein Stück Wiese zwischen Krankenhaus und dem richtigen Park, würde ich sagen. Von daher sehe ich das jetzt weniger dramatisch. Dankeschön. Die nächste Frage kommt von Peter Hufer aus Bad Brückenau. Er möchte Folgendes wissen. Welche zukunftsweisenden und konkreten Vorstellungen haben die Bürgermeisterkandidaten, um attraktiven Wohnraum zu schaffen, damit junge Familien in Bad Brückenau bleiben oder Auswärtige hierher umsiedeln? Gibt es zum Beispiel Konzepte, um neue Baugebiete zu erschließen? Und jetzt würden wir gerne mit Herrn Vogel beginnen, dann Herr Marek, dann Herr Schnuppe. Neue Baugebiete sind natürlich ganz wichtig. Allerdings haben wir das Problem, dass wir in Brückenau auch viel Hanglage haben. Und am Hang zu bauen, bedeutet teures Bauen. Von daher müssen wir da schon ganz genau gucken, wo wir Flächen entwickeln können. Es war letztes Jahr schon mal ein Baugespräch, das ein bisschen hochgekocht hat. Das ist immer mit einer gewissen Brisanz verbunden. Klar, das kenne ich aus meinem Bereich jetzt. Wir haben auch in der Stadt Leerstellen zu füllen. Da habe ich zu wenig Hintergründe, was es um Detail geht. Ich würde das aber mir gerne mal genauer anschauen, um damit den Anliegern, die dort jetzt betroffen werden, zu gucken, ob man doch zu einer möglichen Einigung kommen kann. Ja, Jochen hat es gerade schon angesprochen, das ist natürlich für uns ein bisschen schwierig im neuen Baugebiet aufgrund der Anlage. Das bedingt unsere Möglichkeiten in die eine oder andere Himmelsrichtung. Chancen sich tatsächlich auch darin, eben entsprechende Leerstände oder Altbestände umzuwandeln. Wir sehen ja gerade in der Innenstadt tut sich etwas, wir haben die Druckerei Nikolaus mit einem Wohnhaus. Das Landratsamt, das ehemalige, wird auch eine entsprechende Verwendung finden. Und wenn wir in dem Sinne weiterbauen, können wir dann nämlich schon was bewegen und auch entsprechende Förderkonzepte wie Jung kauft alt, dass man entsprechend dann die alten Häuser gekauft werden, dass entsprechend gefördert wird. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Was das Straßfeld angeht, habe ich auch leider zu wenig Informationen, aber ich denke, man muss einfach ins Gespräch kommen und beide Seiten kennenlernen. Also zum einen natürlich die Seite, dass es da eventuell auch ein Interesse gibt, dort zu bauen, und auf der anderen die Anwohner wahrnehmen, was deren Sichtweise auf die Problematik ist. Ja, kennen Sie den Schmetterlingseffekt? Ich erkläre es Ihnen. Ein Schmetterling fliegt durch ein offenes Fenster in einen Raum hinein, will wieder rausfliegen, trotzdem die geschlossene Scheibe und fliegt ein Stück zurück und immer wieder bewegen und wieder bewegen. Wenn er ein bisschen nach außen fliegen würde, würde er sehen, oder ist ja noch eine Scheibe offen, dann fliege ich wieder raus. Warum sage ich das jetzt? Wenn wir uns überlegen, neue Baugebiete für Familien zu erschließen, weil die Frage geht ja konkret an Familien, da müssen wir den Blick vielleicht ein bisschen weiten und ist jetzt nicht konkret nur unsere Innenstadt, weil da ist die Problematik tatsächlich gegeben mit der Anlage,
ich sehe eher unsere Ortsteile da in der Pflicht oder die Möglichkeit, in den Ortsteilen Wohnbaugebiete zu schaffen. Wolgast würde sich sehr dazu eignen, das Staatsbad und Bernhards natürlich auch. Und gerade für junge Familien, die ja ein Häuschen haben wollen mit Grünausbildung, würde es sich sicherlich mehr eignen, in einem Ortsteil von Bad Krückenau Wohngebiete zu schaffen. Die Zeit ist abgelaufen. Vielen Dank. Stefan Richter aus Bad Krückenau stellt die Frage, wie die Bürgermeisterkandidaten die Bedeutung und den Erhalt der Therme Sintflut einschätzen. Für uns alle ist ja bekannt, die Generalsanierung steht im Raum. Also wie wichtig ist dieser Ort für uns? Es beginnt Herr Marberg, Stunde um. Also der Erhalt ist natürlich außer Frage, der ist sehr, also als Familienbad muss die Therme Sintflut auf jeden Fall erhalten bleiben. Ich werde jetzt allerdings nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass der Neubau oder eine Sanierung oder Neubau an einer anderen Stelle die beste Lösung ist. Wenn ich denke, da müssen wir als Stadt, als neuer Stadtrat mit der Verwaltung und den Stadtwerken und gegebenenfalls auch externen Experten die beste Lösung finden, die die Balance war zwischen finanziellem Aufwand und der Funktionalität des Bades als Familienschwimmbad. Wie gesagt, das geht eben nur dann gemeinsam in einer gemeinsamen Entscheidung. Ja, was die Therme Sintflut betrifft, bin ich ja vor dem Bild. Viele von Ihnen wissen, dass ich da selber mal gearbeitet habe. Und zum damaligen Zeitpunkt war die Sintflut wirklich ein Alleinstellungsmerkmal hier in den gesamten Landkreis. Das heißt, es war für uns so ein Leuchtturmprojekt und auch für den gesamten Landkreis. Heute stellt sich die Situation ein bisschen anders dar, nämlich außenrum gibt es schon viele Freizeit- und Erlebnisfelder und auch Wellnessthermen. Also, wir müssen mit Bedacht an die Sache rangehen und ich sehe es auch kritisch an, das Bad jetzt für einen gewissen Zeitraum zu schließen. Das ist ja im Gespräch 1 bis 2 Jahre, weil dann sind die ganzen Stammgäste, die ja eher aus dem hessischen Bereich kommen, weg, suchen sich in der Zwischenzeit ihre Lieblingsbäder, die dort in der Umgebung sind. Ich finde die Idee ganz gut, vielleicht an einem anderen Standort zu bauen, nicht komplett anders, zum Beispiel zwischen dem momentanen Freibad und der TV-Halle. Nur mal so als Idee, aber es ist auf jeden Fall wichtig, die Sintflut zu erhalten und auch als Freizeit- und Familienbad zu erhalten, denn das fehlt unserer Region wirklich, wenn wir das nicht anbieten können. Die Sintflut hat für Bad Krückenau eine riesengroße Bedeutung. Wir reden immer von Magneten und von Frequenzbringern für die Stadt und dass wir das hier beleben und dass wir Leute anziehen. Also brauchen wir auch weiterhin eine Sintflut. Und ich bin der Meinung, wir brauchen es auch mindestens in dem Maß, wie wir es aktuell haben. Ja, wir brauchen es für die Schulen, dass wir Schulschwimmen anbieten können. Das ist heute ein großes Thema, dass man sagt, viele Schüler, viele Kinder können nicht schwimmen. Also ist das an der Stelle ganz wichtig. Wir wollen aber auch, dass es familienfreundlich ist, sodass wir, da kann ich aus eigener Erfahrung mitsprechen, wir kommen selber gerne mit der Familie in die Sintflut, dass man da Möglichkeiten hat, wo man auch mit den kleinen Kindern sich aufhalten kann. Und das ist genauso wichtig, sehe ich es auch an, dass ich einen Sauna- und Wellnessbereich hier habe, so wie wir es jetzt haben, weil ich mit der Siebener Quelle eben da auch wahnsinnig Chancen habe, die Leute dann in dem Bereich mitnutzen können. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir am Ende ein CO2-neutrales Bad bauen können, mit Photovoltaik, auch mit Erdwärme, wobei wir in dem Bereich, wo wir uns jetzt bewegen, auch aufpassen müssen. Da haben wir die Siebener Quelle mit dem Schutzgebiet und da müssen wir natürlich auch genau hinschauen, wo man am Schluss die Erdwärme dann bohren kann. Aber insgesamt, die Sintflut ist wichtig und ich würde mich dafür einsetzen, dass wir sie auch mindestens in dem Maß am Ende wieder bekommen. Wo und wie, das dauert sicherlich, das muss genau überdacht werden und natürlich, so wie es der Jan sagt, auch. Da muss man gucken. Das kann nicht der Stadtrat und der Bürgermeister allein entscheiden, sondern da brauchen wir auch die entsprechenden Experten. Zu einem ganz anderen Thema wünscht sich Hans-Peter Ehrensberger eine Antwort. Er gehört zu den rund 70 Ehrenamtlichen, die Bad Krückenauer Tafel möglich machen. Er schrieb uns, wie die drei Bewerber hoffentlich wissen, muss die Bad Krückenauer Tafel zeitnah umziehen. Wie gedenkt das neue Stadtoberhaupt künftig und ganz konkret im aktuellen Umzugsfall der Tafel unter die Arme zu greifen? Vielleicht könnte auch die städtische Verwaltung stärker als bisher bei dringend benötigten
guten Sponsoren und den Nachbarkommunen, aus denen viele Kunden zur Bad Brückenauer Tafel kommen, ihren Einfluss geltend machen. Wie sehen Sie es? Beginnen wir jetzt mit Herrn Stumpe. Ja, die Tafel ist natürlich bekannt. Das ist klar. Es ist, glaube ich, für die Stadtverwaltung ein großes Problem, der Tafel tatsächlich finanziell unter die Arme zu greifen. Die Unterstützung von den Supermärkten und so weiter ist ja tatsächlich da. Was den Platzbedarf betrifft, da sehe ich schon eher Chancen, denn es gibt ja durchaus städtische Räumlichkeiten, die vielleicht noch einen gewissen Platzbedarf zulassen. Ich sehe da zum Beispiel das Gebäude am Kirchplatz, wo die Firma Gutes Wohnen untergebracht ist. Als Notlösung ist das sicherlich möglich. Allerdings als Dauerlösung müssen wir uns Gedanken machen. Da sehe ich jetzt momentan noch keine Lösung, die die Stadt der Tafel bieten könnte. Aber als Zwischenlösung sehe ich durchaus die Möglichkeit, dass man der Tafel da eine ordentliche Unterstützung bieten könnte. Erstmal ist es gut, dass es die Tafel gibt und dass sich Leute da engagieren, ja, dass wir da entsprechend auch andere Leute mit bedienen können, die eine Chance haben, ja, sich da bedienen zu können. Wie kann die Stadt helfen? Ich finde schon, dass die Stadt da deutlich unterstützen kann. Wir haben, ich weiß jetzt nicht, welchen Flächenbedarf die aktuell in den Räumen da oben haben, aber ich kann mir da sehr gut vorstellen, dass wir in Gebäuden, die wir aktuell haben in der Stadt, und wir reden immer wieder von Leerständen, dass wir da an der Stelle auch hier in Bad Brückenau was finden. Und ich denke, da kann die Verwaltung und auch vor allem dann der Bürgermeister da schon auch seinen Teil dazu beitragen und eben dann, wenn es benötigt wird, mit dem Eigentümer ins Gespräch zu kommen und auch zu sehen, wie man da eine Lösung findet. Umzugstechnisch oder was dann da auch immer irgendwo zu machen ist, ich sehe sowas als gemeinnützige Einrichtung, die Tafel, ne, da hilft man Leuten, glaube ich, kann an der Stelle dann sicherlich auch ein Bauhof seitens der Stadt zur Verfügung. Dankeschön. Ja, es stand mir natürlich auch dafür Sorge zu tragen, dass so eine wichtige Einrichtung entsprechend auch gesorgt wird. Und als Bürgermeister ist es dann auch ein Stück weit mein Anliegen dann zu zeigen, wir kümmern uns darum, wir schauen, was möglich ist. Ganz wichtig bei der Sache ist natürlich, das war jetzt so im Konkreten nicht genannt, was ist der Bedarf, also was wird auch vorausgesetzt. Ich kann mir gut vorstellen, dass zum Beispiel eine Gehehrlichkeit gegeben sein muss, Barrierefreiheit gegeben sein muss. Eventuell müssen die Räume gewisse Funktionen erfüllen, Lagerraum oder eine Kühlmöglichkeit dergleichen. Das müsste man tatsächlich abklären. Ich glaube schon, dass wir als Stadt da als Mittler, mindestens als Mittler auftreten können und dann einfach unseren eigenen Immobilienbestand auf Verfügbarkeit überprüfen, ob das möglich wäre. Und wenn nicht, dann entsprechend unsere Verbindungen, die wir haben, ist, da gibt es tatsächlich Möglichkeiten, dass wir die entsprechend forcieren und mit den Eigentümern ins Gespräch treten. Das ist zumindest das Mindeste, was wir als Stadt leisten können. Dankeschön. Kurz dazwischen, ein schon Herr Eder, könnte ich noch mal drei Leser bekommen, bitte? Danke. Nächstes Thema, das Verhältnis zum Staatsbad. Ich glaube, das beschäftigt sehr viele Bürger. Bei uns haben sich zwei gemeldet, die das angesprochen haben. Helma Ritter, die ist selber im Staatsbad zu Hause, und Stefan Richter. Sie würden gerne wissen, wie die Kandidaten die Zusammenarbeit mit dem Staatsbad sehen und wie sie sie ganz konkret verbessern möchten. Hier eine kleine Erklärung, woran es zum Beispiel hakt. Früher gab es ein Veranstaltungsprogramm, was Gastgeber austeilen konnten an ihre Gäste, da stand chronologisch drauf, Montag, Dienstag, Mittwoch, Veranstaltung in der Stadt, Veranstaltung im Staatsbad. Das gibt es seit einiger Zeit nicht mehr, deswegen hat die Stadt Bad Brückenau angefangen, ein separates Veranstaltungsprogramm zu drucken, und da fragen die Gastgeber zu Recht, ist es denn nötig, dass eine Stadt zwei Veranstaltungspläne austeilen lässt? Wir beginnen mit Herrn Vogel. Ich glaube gar nicht, dass die Zusammenarbeit so schlecht ist, wie sie immer dargestellt wird. Aber grundsätzlich, da wo es hakt, und wenn Sie das jetzt so darstellen mit diesen Veranstaltungsplänen, das sollte für Bad Brückenau natürlich in einem stattfinden. Wir haben es in der Brückenauer Arena, wir haben es ja mittlerweile auch so, dass wir einen Veranstaltungskalender haben, wo alle Kommunen ihre überregionalen Veranstaltungen darstellen
sodass alle Allianzbürger davon profitieren und man dann sich gegenseitig besuchen kann. Oder auch Veranstaltungen nicht parallel überplant, was dann gegenseitig schadet. Für mich wäre so, ich sehe es jetzt mal relativ einfach, dass man mit der Co-Direktorin ins Gespräch kommt und da guckt, wo haben wir Potenzial, wo können wir zusammenarbeiten. Natürlich wird es auch Punkte geben, wo es vielleicht nicht geht, wo sie in irgendwelchen Zwängen ist. Das kann ich nicht ausschließen, das will ich auch nicht ausschließen. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es immer so, wenn man miteinander redet, dann kommt man auch zum Ergebnis. Dankeschön. Also es wäre natürlich schön, wenn wir das wieder hinbekommen. Dann ist es ja schon ein Schritt, wenn man das so hört, dass es jetzt ein Zwei-Programm ist. Also dann hätten wir ein konkretes Ziel schon mal vor Augen. Ich kann dazu sagen, ich habe mit dem Staatsbeirat jetzt bei einigen Gelegenheiten schon zusammengearbeitet, mit Frau Steinkammer, mit Titus Feser, mit Tobias Wahler, und die Zusammenarbeit war immer professionell und konstruktiv. Und ich denke, dass eine Gesprächsbereitschaft allgemein definitiv vorhanden ist. Ich sehe es momentan so vielleicht ein bisschen so, dass das Staatsbad agiert sehr eigenständig und bräuchte vielleicht von uns aus so einen gewissen Gegenwert oder Mehrwert, dass sie sagen, wir müssen auf die Stadt auch einen Schritt zugehen. Ja? Also wir müssen denen auch, glaube ich, ein bisschen was anbieten, damit wir zusammen eine Basis finden, was sich gemeinsam vermarkten lässt. Das kann zum Beispiel auch dann eine wieder aufgewertete Innenstadt sein. Ja? Dass der Staatsbad sagt, okay, die Innenstadt ist jetzt neu, ist gut, wir wollen es attraktiv, da schicken wir unsere Gäste gerne hin. Ich glaube, das ist die Gesprächsbereitschaft an sich erhöhen kann. Aber generell heißt es auch, wie schon gerade gesagt, wir müssen uns zusammensetzen, was will der eine tatsächlich vom anderen, eine gemeinsame Basis finden und dann durch gemeinsame Projekte entsprechend wieder eine engere Bindung schaffen. Vielen Dank. Ich will auf jeden Fall daran arbeiten, dass es so kommt. Ja. Danke. Herr Stumpfer. Ja, auch der Staatsbad ist mein Thema, denn da bin ich aufgewachsen und habe viele Jahre meines Lebens dort verbracht. Und ich sehe es ähnlich wie meine Vorredner, die professionelle Zusammenarbeit, also die Zusammenarbeit auf professioneller Ebene, funktioniert wirklich. Aber man darf die Augen auch von der Realität nicht verschließen. Es herrscht dann eine eiskalte Stimmung zwischen der Stadt und dem Staatsbad. Also das ist natürlich Fakt. Was ich schade finde, und ich würde auch sagen, man muss immer davon ausgehen, dass man auf beiden Seiten aufeinander zugeht und beidseitig den Mehrwert erkennt, was man aus den Aktionen, Veranstaltungen und so weiter durch den anderen erzielen kann. Das Staatsbad hat uns eines voraus, nämlich die schöne Gegend, den Park, die historischen Gebäude, das ist alles in Schuss und es ist wirklich 1A. Aber wir hier bei Brückenau haben die Funktionen. Wir haben Supermärkte, wir haben eine gut funktionierende Touristinfo, wir haben hier unsere Georgi-Halle, die für kleine Veranstaltungen zur Verfügung gestellt werden kann. Also wir haben die Funktionen, die das Staatsbad vielleicht nicht bieten kann. Und da sehe ich es auch als Chance, mit dem Staatsbad zusammenzuarbeiten. Und wenn wir es ordentlich vermarkten können, unseren Gästen hier in der Stadt sagen, schaut mal in Staatsbad, das ist das Kleinboot, das ist unser Aushängeschild. Und im Staatsbad, genauso wie ihr Gästen sagen könnt, wenn ihr einkaufen wollt, wenn ihr gastronomisch was geboten haben wollt, dann geht es in die Stadt. Also daran ist natürlich zu arbeiten. Das ist auch. Danke. Herr Stumpfer. Ja, vielen Dank. Ich habe schon gehört. Das darf jetzt alles kurz sagen und wir haben eine kleine Erfrischung vorbereitet. Das ist
Herr Vogel, welche Quelle ist es denn? Das ist die Quelle hier aus dem Haus, die Georgi-Quelle. Herr Stumpfer, wie viele Quellen hatten die Stadt? Stadt und Staatsfall zusammen 7. Sehr gut. Herr Marberg, in welcher hatten Lola Montes gebadet? Das ist ja gut. Ich auch nicht. Danke, Uli. Und meine größte Bewunderung gilt dir, dass du mit dem Schwung den großen Schritt machen konntest. Respekt. Die Redaktion würde gerne wissen, wann denn jetzt nun der Bürgerbus kommt, den die Kollegin schon lange angekündigt hat. Also den Bürgerbus, ich muss jetzt gleich mal richtigstellen, den hat ja nicht nur die PDG angekündigt, das ist ja ein... Stimmt das, Uli? Naja, das stimmt nicht so ganz. Die PDG hat es angeschoben, aber es ist ein... Und der Vorsitzende der PDG hat im Sommer gesagt, es würde noch im vergangenen Jahr wahrscheinlich zur Vereinsgründung kommen. Ja, dann muss er mal Gas geben, der Vorsitzende. Also, auf wirklich fraktionsübergreifender Ebene. Und ich weiß, dass auch Sitzungen stattfinden. Das ist ein Thema, was man nicht so vom Zaun brechen kann und auch sollte, weil es muss ja wohl durchdacht sein. Und momentan befinden sich alle Menschen, die mit diesem Bürgerbus tätig sind, hier in der Wahlvorbereitung. Und ich bin guter Dinge, dass der Bürgerbus bald kommen wird und dass er auch wirklich. Jan Marberg, Stadtrat Karl-Heinz Schmidt hätte gern gewusst, wie Sie Ihre vielen Ideen finanzieren wollen. Er schreibt, sollte sich der Stadtrat zur Sanierung des Freizeitbades Sintflut entschließen, werden die städtischen finanziellen Möglichkeiten nicht noch mehr, also werden die städtischen Möglichkeiten finanziell noch mehr eingeschränkt. Ich muss dazu sagen, ich habe Karl-Heinz Schmidt angeboten, mein Finanzberater zu werden, aber er hat abgelehnt. Also ich glaube schon, dass die Terme Sintflut und das Volumen, das wir da investieren müssen, ganz entscheidend ist für das, was an Spielraum für die Stadt übrig bleibt. Das ist wahrscheinlich das teuerste Projekt Jahrzehnt jetzt. Und spielt eben dann maßgeblich eine Rolle, ob auch andere Ideen finanziert werden können. Das ist ganz klar. Zum anderen stimmt mich zuversichtlich, dass wir auf unterschiedlichen Ebenen, also Land, Bund und auch teilweise europaweit, entsprechende Förderprogramme haben, die wir für verschiedene Projekte nutzen können und müssen. Ja, also wenn wir jetzt beispielsweise an den Breitbandausbau denken, dann gibt es genügend Förderprogramme, im besten Fall auch mit 90%iger Förderung aus Bund und Land zusammengesetzt. Das muss man einfach dann sehen, was da für uns als Stadt Sinn macht. Denn es ist ganz klar, dass wir auf verschiedenen Ebenen eben beim Breitbandausbau eben auch nichts Bedarf haben. Mehrgenerationenhaus ist so ein anderes Thema. Ja. Also das ist natürlich auch so, Sie können sich das vorstellen, ein Gemeindezentrum, es ist ein Gebäude, in dem die Bibliothek untergebracht, ein Jugendraum, ein Raum für Senioren, die aktiv bleiben wollen, für Vereine, die dort entsprechende Sitzungen vorbereiten, etc. Das ist an sich ein Gebäude, das ist natürlich kostenintensiv. Wir waren jetzt heute in Funkstadt, haben uns das zeigen lassen, auch die haben knapp 40% gefördert bekommen. Also es ist möglich und viele Ideen sind auch kleinere Ideen, die entsprechend unaufwendig sind. Von daher bin ich der gute Denke, dass wir zumindest einiges, was wir uns vorgenommen haben, auch tatsächlich durchsetzen können. Aber wie gesagt, unterschiedlich sind. Haben Sie darüber hinaus noch zusätzliche Ideen, weitere Finanzquellen für die Stadt zu erschließen? Momentan eher weniger. Also man, ja, alles, was im Prinzip. Die sind auf der Einnahmenseite jetzt nicht so stark gesehen. Also man kann natürlich versuchen, und das ist ja auch die Möglichkeit, die wir in Angriff nehmen wollen, mit der Wirtschaftsförderung entsprechend Unternehmen auf uns aufmerksam zu machen, dass man hier gerade was neuere Berufsfelder wie digitale Ökonomie, wird man nur genau begeistert, aber das wird nicht im Handumdrehen klappen, sondern das wird eine langfristige Geschichte, also kurzfristig sehe ich es eher nicht, langfristig ist dann vielleicht über Anziehung oder was. Matthias Hofmann hat eine Frage an den CSU-Kandidaten. Herr Vogel, nach dem Zeitungsartikel vom Samstag
geben Sie an, dass Sie die bisherige Klinik bei den Bürgermeistern in Wien fortführen wollen. Nach 18 Jahren Kompetenz und Erfahrung als Bürgermeister in Motten. Können Sie dann zuverlässig davon ausgehen, dass Sie dies tun werden? Oder bringen Sie Ihre eigenen Visionen oder Ideen noch ein und was unsere Teilnahme? Ja, eine schöne Frage. Wenn er den Artikel genau gelesen hat, dann wird er auch feststellen, dass eben nicht drin steht, dass ich die Arbeit von der Brigitte Meyer-Dings exakt fortführen möchte, sondern es geht darum, dass man natürlich auch Politik mit Augenmaß betreibt. Es sind schon viele Projekte angesprochen worden, die in der Tat viel Geld kosten. Natürlich haben wir auch Ideen und die sind auch schon mehrfach angeklungen. Ich habe ja gesagt, dass eine Sinnflut nicht nur saniert wird, sondern dass ich da was draus mache. Wir haben einen Radweg da, der soweit fertiggestellt ist, der aus meiner Sicht auch zum Event-Radweg werden kann. Was ist ein Event-Radweg? Dass ich einfach Attraktionen an einem solchen Radweg habe, dass ich damit Leute anziehe, die in die Stadt reinkommen. Dass wir natürlich auch versuchen, das Baugebiet war schon angesprochen, dass wir auch versuchen, Gewerbeflächen auszuweisen, was sicherlich ein hehres Ziel ist, aber damit kann ich auch Arbeitsplätze schaffen. Ja, wir wollen auch, dass die Stadt grüner wird. Wir haben mit dem Bahnhofsgelände, das ist vorhin schon angeklungen, einen riesigen Fund, wo wir wohlbedacht mit umgehen müssen, wo wir aber auch, glaube ich, gestalterisch sehr viel draus machen können für die Stadt. Da kann man auch eine tolle Spielfläche was machen, wenn dann eine Einkehrmöglichkeit ist, wo ich dann aber auch Hinweise geben kann, eben, dass die Leute in die Stadt reingehen kann. Eine Politik einfach so fortführen, nein. Ich bin kein Verwalter, ich bin ein Gestalter und ich glaube, wenn ihr sich die Arbeit in meiner vergangenen 18 Jahre mal genauer anguckt, wird ihr sehen, dass da wenig verwaltet, sondern gestaltet wurde. Und das würde auch nicht mein Anspruch sein, an der Stelle so einen Job einfach abzusitzen, sondern es geht darum, für die Stadt was zu bewegen. Das würde ich mit viel Respekt tun, mit Demut tun, weil das ist eine riesige Aufgabe. Und in dem Moment, wo man die Unterstützung von den Bürgerinnen und Bürgern hat und zum Bürgermeister gewählt ist, dann verlassen die sich auch darauf, dass was passiert und dass was getan wird. Und deshalb ist es nicht so, da einfach nicht das Wort zu stellen. Ich denke, das erfüllt nicht, aber die Zeit ist voll. Danke. Herr Stumpe, eine anonyme Frage an Sie. Der Fragesteller ist der Redaktion bekannt. Laut Pater Andreas Fröhlich besteht zwischen Ihnen ein Kaufvertrag für die Zauberhöhle zum Preis von 1 Euro. Inwieweit besteht ein Interessenskonflikt zwischen Ihnen als Bürgermeisterkandidaten und dem Kauf der Zauberhöhle? Würden Sie öffentliche Gelder für die Sanierung und Instandhaltung der Zauberhöhle verwenden? Und bekommen eigentlich nur Stadträte und Bürgermeisterkandidaten Immobilien zu solchen Konditionen? Zur Erklärung vielleicht, hier kam die Frage, was ist denn die Zauberhöhle? Die Zauberhöhle ist ein Gebäude in der Marktgasse. Ich glaube, da war früher mal eine Gaststätte. Es steht schon länger leer. Habe ich da auch für 2 Minuten Zeit? Okay, also ich gehe mal los. Es ist schon mal schade, dass so eine Frage anonym gestellt wird, weil würde ich mich ja schon viel interessieren, von wem die kommt. Ich kann es mir schon vorstellen, denn ich habe auch eine E-Mail bekommen, die nicht so ganz anonym war, und da liegt es genau dasselbe Thema. Also, zur Klarstellung, es gibt keinen Kaufvertrag zwischen dem Pater und mir. Es gibt lediglich seit einigen Jahren engen Schriftverkehr. Und ja, er hat auch mir persönlich dieses Gebäude angeboten zum Kaufpreis von 1 Euro, genauso wie der Stadtverwaltung auch. Um jetzt ein bisschen auszuholen, ich weiß, ich habe nur 2 Minuten Zeit. Nee, hau uns mal raus, also ich bin jetzt zu Hause. Ich möchte aufzuräumen. Gut. Um da ein bisschen auszuholen, es war ursprünglich mal der Gedanke von mir, nachdem das Jugendzentrum im Keller von dem Amtenbankgebäude geschlossen wurde, für die Jugend etwas zu schaffen innerhalb von Bad Rückenau. Und da kam der Gedanke auf, ein Jugendcafé zu gründen, und dafür habe ich mich auf die Suche nach einem Gebäude gemacht. Und das Gebäude von dem ehemaligen Ratskeller, das ist in der Marktkasse, zwischen Krone und dem Anwesen Dörflinger, hielt ich damals für sehr geeignet. Ich habe dann Kontakt über die Familie Dörflinger zu dem Pater aufgenommen, und der hat bedankenswerterweise den Schlüssel zur Verfügung gestellt, und ich habe meine Stadtratskollegen eingeladen, eine Besichtigung dort vorzunehmen. Und ich habe auch schon gesehen,
zu prüfen, ob es denn möglich wäre, dieses Gebäude zu kaufen und dort eine Begegnungsstätte für Jugend und Land zu machen, in Form von einem Jugendcafé. Nachdem kein Interesse von unserer Stadtverwaltung bestand und auch nicht von meinen Stadtratskollegen und auch die Resonanz daraufhin ziemlich bescheiden war, habe ich diesen Kontakt einfach persönlich aufrechterhalten und habe mir quasi die Hintertür offen gehalten. Nicht, um das persönlich zu machen, weil sonst die Eltern nicht überhaupt nicht, aber sehr wohl, um dann vielleicht im Falle meiner Wahl dieses ganze Projekt nochmal anzugehen, weil ich es unwahrscheinlich wichtig finde, für unsere Jugend etwas zu bieten, und das würde in diesem Gebäude funktionieren. Und wir haben die Möglichkeit, über Fördergelder dieses Ding herzurichten, und ich habe ein schönes Beispielprojekt aus der Nähe von Aschaffenburg in Oberburg, gibt es so ein Jugendcafé, was mit vielen Spendenmitteln aufgearbeitet wurde, ähnliche Situation. Und ja, das sollte man meiner Meinung nach angehen. Und zu der Frage, also nochmal aufs Abzukürzen, nein, es besteht kein Kaufvertrag, aber ja, es besteht ein Angebot. Und ich glaube, dafür muss man nicht Stadtrat sein. Ich glaube, der Herr Pater würde es dem anderen auch anbieten. Ich glaube, einem Stadtratskollegen wurde es auch angeboten zum gleichen Raum. Dass man das als Projekt mit den Jugendlichen zusammenführt. Also die Sanierung. Solche Projekte gibt es ja schon in Deutschland. Selbstverständlich. Also das war auch die Basis von dem Jugendprojekt in Oberburg. Das war eine Idee von den Jugendlichen selber, weil die haben mitbekommen, okay, da ist ein altes Café, das ist schon jahrelang geschlossen, das war auch nahezu baufällig. Und dann haben sich eben die Eltern von den Jugendlichen zusammengetan. Der eine war, also es waren viele Handwerker dabei, der eine hat Spenglerei betrieben, der andere hat Dachdecker betrieben. Und dann haben die das Ding auch entkernt und haben nach ihren Vorstellungen das zu einem Jugendcafé umgebaut. Und das ist jetzt auch betrieben. Da gibt es für günstig Geld, gibt es dann Kaffeekuchen, alkoholfreie Getränke, kann jeder reingehen. Und das ist wirklich ein Erfolgsmodell und eine Wertschätzung gegenüber den Jugendlichen auch von Stadtseite. Dankeschön. Yvonne Schmitz hat folgende Frage. Und ist auf Fies. In Bad Brückenau ging das Gerücht herum, dass Sie bei der PDG angefragt haben, um als Bewerber für das Bürgermeisteramt kandidieren zu können. Ein paar Tage später war dann schon in der Presse zu lesen, dass Sie für die CSU in den Wahlkampf gehen. Wie kam es denn zu dieser schnellen Entscheidung? Das ist ein interessantes Gerücht und ich glaube, es ist genau verwechselt worden. Sie kennen es doch gar nicht, oder? Dass ich bei der PWG angefragt habe, das kenne ich in der Tat nicht, weil das war nicht der Fall. Okay. Ja, ich würde eher sagen, da ist was verwechselt worden. Wollen Sie das nicht noch ausführlicher erläutern? Ich kann es gerne ausführlicher erläutern. Es war nämlich so, dass die Frage an mich herangetragen wurde und wurde dann später wieder zurückgezogen. Lassen wir so stehen, Herr Stumpe. Das müssen stehen. Ja, dann hat Frau Schmitz noch eine Frage. Wären Sie im Falle eines Wahlsieges dann auch bereit, mit Ihrer Familie nach Bad Brückenau zu ziehen und direkt im Ort des Geschehens zu wohnen? Mit einer Familie mit drei kleinen Kindern, wo man ein Netzwerk benötigt, ist es sicherlich schwierig. Ich habe mich aber schon umgeschaut und habe für den Fall meines Wahlerfolges bereits eine Wohnung in Aussicht, Jahnstraße 42 in Bad Brückenau. Als Dienstwohnung für Sie allein. Ja genau, weil es wird ja Termine geben, wo es einfach abends entsprechend lange geht und man früh ist vielleicht auch gleich wieder bei Zeiten 7 Uhr oder sonst was im Rathaus zu sein hat, weil manche Behördenvertreter dann halt auch ihren Tag packen. Das kenne ich aus meinem jetzigen Job in Motten, da ist das manchmal so. Da taucht zum Beispiel der Staatssekretär des Innern schon mal 5 und 7 auf. Und wenn man dann vielleicht abends hier eine Veranstaltung hatte, die dann auch bis 12 Uhr geht und man sich dann die Fahrt mal spart, dann kann man das in der Form nutzen. Da wird es immer wieder Veranstaltungen geben und dann ist es schon praktisch, wenn man dann einfach vor Ort bleiben kann. Ja, wäre dann in dem Falle. Vielen Dank.
Jetzt kommen wir zu den Fragen der Jugend. Ich freue mich sehr, dass unsere Gemeinde Jugendpflegerin zusammen mit ihren Leuten vom Jugendraum sich Gedanken gemacht hat. Die jungen Leute sind heute auch da. Hallo. Von den fünf Fragen werden wir zwei stellen. Ich werde den Inhalt der restlichen Männer noch verraten. Die erste Frage geht wieder an alle drei Kandidaten. Bekommen die Jugendlichen mehr Platz für den Jugendraum, also mehrere größere Räume? Herr Marberg, ich darf anfangen. Ja. Ich löse auch nochmal aus, also mehr Generationen. Das ist so mein Flaggschiff-Projekt dieser ganzen Kandidatur. Ich stelle mir ja auch seit längerer Zeit als Bibliotheksleiter vor, dass die Bibliothek mal Möglichkeiten bekommt. Ich sehe in dem Zug eben das Mehrgenerationenhaus mit einem neuen Jugendraum, mit den Möglichkeiten und den Bedürfnissen abgedeckt, die Jugendlichen einfach brauchen, gut verwirklichbar. Dazu gehört dann auch, dass wir entsprechende Bündelungen von Ressourcen vornehmen können. Also wir können es personell und materiell und von den Räumlichkeiten einfach gut kombinieren miteinander, weil viele Angebote sowohl für die Jugend als auch in der Bibliothek zum Beispiel funktionieren. Oder dann eben auch in diesen eben schon genannten Vereinsräumlichkeiten, die dazugehören. Das kann alles miteinander funktionieren. Andere Kommunen tun das ja auch schon. Aber ganz wichtig ist einfach erstmal als erster Schritt herauszufinden, was ist eigentlich der Bedarf der jungen Leute. Also ich kenne das ja auch noch aus meiner eigenen Jugend. Man ist grundverschieden. Also jeder ist ganz anders gepolt, hat andere Musikgeschmack, hat andere Vorbilder, hat andere Hobbys. Man kann das nicht in einen Topf werfen und sagen, ich habe euren Jugendraum, jetzt macht mal, sondern man muss sich kennenlernen, man muss auch erstmal das Vertrauen gewinnen und dann entsprechend sehen, was wollen die jungen Leute eigentlich. Und dann eben keine 0815-Lösung vorsetzen, hier seid ihr nicht glücklich, sondern wirklich darauf eingehen, was gewollt wird und das dann wirklich versuchen, auch so umzusetzen. Jetzt befinden wir uns in einer Wiederholungsschleife, denn ich sage auch ja und nenne wieder das Thema Ratskeller, weil es wirklich für mich gerade für die Jugend ein Projekt wäre, was ich angehen möchte. Nicht als Mehrgenerationenhaus, aber als Begegnungsstätte für Jung und Alt. Es sind ja einige unter uns, die den Ratskeller noch erlebt haben, als er offen hatte. Also es sind zwei großzügige Gasträume darin und sehr, sehr viele Räume darüber. Und das wäre für mich das Projekt für unsere Jugend, denn in diesem Gebäude hat man da nicht nur die Möglichkeit, ein öffentliches Café zu machen, man hat auch die Möglichkeit, denn es ist auch eine Tanzfläche da drin verbaut, Partys zu machen, ohne die Nachbarn zu stören. Das ist nämlich im rückwärtigen Bereich des Gebäudes. Und man hat auch im ersten Geschoss noch Möglichkeiten, Billardtisch aufzubauen, Kicker und so weiter. Also, ich sage auch klares Ja und würde dieses Projekt weiter verfolgen wollen mit der Immobilie Ratskeller. Die Jugend ist unsere Zukunft. Wir reden immer davon, dass wir was tun müssen, dass die Jugend in den Fach bleibt. Natürlich habe ich die später studieren, ein Risiko, dass sie vielleicht dann am Ende weg sind. Aber wir reden ja von denen, die noch nicht so weit sind. Also von daher hat die Jugend meine volle Unterstützung, weil ich das einfach wichtig finde, dass die Räumlichkeiten haben, wo sie sich treffen können. Und wenn ich das vom Dirk höre, dann klingt das spannend. Ich war da schon mal drin, das ist aber schon ein paar Tage her, da war es noch Kneipe. Ich komme das jetzt nicht mehr so ganz genau, wie es da drin aussah. Ich weiß, was da reinkommt, war jetzt, glaube ich, ein Billardtisch. Aber ich glaube, das klingt für mich spannend und ich denke, wir könnten da auch mit dem Amt für ländliche Entwicklung, das ist so der Gegenspieler von der Regierung von Unterfranken, da toll was mit einer Förderung umsetzen und wenn man da ein richtiges Projekt draus macht, die Jugend mit einbindet und die sich da selber einbringen und baulich mit anpacken, glaube ich, kann das rund werden. Das klingt für mich an der Stelle gut, das muss man natürlich prüfen, baulich, was da sonst ist. Aber ganz klar, die Jugend hat an der Stelle meine Unterstützung. Dankeschön. Frage der Jugendlichen lautet, wann gibt es den Spielplatz, der uns seit der dritten Klasse versprochen wird? Zur Erklärung, das spielt auf dem Mehrgenerationsspielplatz an, der an der Musikschule seit mindestens 10 Jahren entsteht.
entstehen sollte. Die Jugendlichen schlagen dazu ganz konkret vor, man könnte an dieser Stelle auch einen Ninja-Parcours einrichten. Das ist ein Areal für auch ältere Jugendliche zum Hangeln mit Boden, Trampolin und so weiter. Also, wann gibt es den Spielplatz, der seit 3 Jahren, seit der 3. Klasse versprochen ist? Herr Stumpf. Ja, danke. Und auch danke für die Frage. Die Planung für den Umbau hier, Georgi-Halle, Georgi-Park, Bahnhofsgelände und so weiter, sind ja in vollem Gange. Dafür hat die Bürgerwerkstatt stattgefunden und in dieser Bürgerwerkstatt sind auch tolle Ideen dabei rausgekommen. Und ich weiß es auch jetzt aus der Arbeit, jetzt vor der Wahl, findet auch fraktionsübergreifend schon eine gute Planung statt. Da sind ein paar Damen sehr aktiv gewesen und haben sich zum Beispiel von Spielgeräteherstellern Spielgeräte für den Außenbereich anbieten lassen. Und ich persönlich sehe diesen Mehrgenerationsspielplatz, der wirklich Sinn machen würde, auf dem Gelände vom ehemaligen Unicornplatz. Das ist hier von der Musikschule aus gesehen in Richtung Stadtmitte. Das ist diese kleine Insel, die man da so sieht, mit dem riesengroßen Bau, der auch dann im Sommer schönen Schatten spendet. Also das sehe ich wirklich als Projekt, was relativ schnell umsetzbar ist. Und zu der konkreten Frage, wann es soweit ist, wir sollten da jetzt sofort in die Planung gehen, weil es gibt einige Sachen, die man mit wenig Aufwand und auch wenig finanziellen Mitteln umsetzen kann. Dazu müssen Sponsoren gesucht werden, ganz klar, und die gibt es definitiv. Und natürlich darf sich die Stadt da auch nicht verstecken und muss jetzt mal loslegen. Also ich würde sagen, dass es durchaus realistisch wäre, wenn wir das jetzt anpacken, dass in diesem Jahr dann noch irgendwas umsetzbar wäre, nicht ein gesamter Spielplatz, aber dass wir zumindest mal den ersten Schritt machen und loslegen. So sitzen Sie ja seit 18 Jahren im Stadtrat. Hätte man da nicht vorher schon den ein oder anderen Impuls zur Beschleunigung des Projekts einbringen können? Ja, sicherlich. Ich bin und es ist ja nicht so, dass wir als Stadträte untätig waren. Es gibt ja zum Beispiel diese neue Fläche in Römershaag, bei dem Verkehrsübungsplatz gegenüber. Da haben wir wirklich Geld in die Hand genommen und ist jetzt ein Beachvolleyballfeld und auch so ein allgemeines Sportfeld, was frei zugänglich ist für alle Jugendlichen. In Sachen Spielplätzen sind wir dankbar, dass es den Patcher-Verein gibt, der diesen Wasserspielplatz in den Siedlerpark gebaut hat, aber wo ich euch recht geben muss, wir hätten als Stadt vielleicht schon mal am Anfang müssen, den Spielplatz zumindest hier im Park aufzuwerten. Danke. Ich weiß über die Franziska Kaun, die ist bei der CSU in der Stadtratsliste, eben über dieses Fraktionsübergreifende und die Planung, die hier vorne für den Bereich läuft, weiß ich auch. Und ich habe mir dabei mit auf die Fahne geschrieben, dass das eines der Projekte ist, die man in der Tat ziemlich zügig umsetzen kann. Also ich werde dafür werben, dass da im Haushalt dann die Mittel auch bereitgestellt werden, wenn die Haushaltsplanung da entsprechend läuft und dass man dann auch dann wirklich nicht nur darüber redet, sondern das auch umstellen angeht und umsetzt. Wir waren in der Stadt unterwegs und haben uns die Spielplätze angeguckt. Die sind sicherlich von der Art her in Ordnung, ja, sodass der TÜV nichts zu meckern hat. Aber sie könnten attraktiver sein. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir nicht nur an der Stelle, wo wir jetzt gerade drüber reden, sondern insgesamt in der Stadt attraktive Spielplätze bereithalten. Wir haben jetzt von der Jugend gesprochen. Und wenn die schon ein paar Jährchen darauf warten, ja, dann gibt es ja entsprechend wieder welche, die danach rücken. Deswegen ist es für mich wichtig, dass wir da nicht nur Spielplätze haben, wie wir sie haben, sondern dass die entsprechend attraktiv sind. Nochmal konkret auf den. Kann ich mir vorstellen, dass das sehr bald umgesetzt wird. Dankeschön. Herr Marber. Ja, ich denke auch, dass wir da auf jeden Fall so schnell es wie möglich ist, wegen den Köpfen machen sollten. Wir haben das ja vorgestellt bekommen im Rahmen der Bürgerwerkstatt Ende September 2019, dass es dieses fraktionsübergreifende Projekt gibt von Florian Lillenau aus der SPD, von der Franziska Kraus und der CSU und von Heiken Wieser Kanzler von der PDG. Wir haben da einen Plan ausgearbeitet. Und was ich da ganz, ganz wichtig finde an der Geschichte, was auch von mir so eine Forderung ist für die Zukunft, ist, dass wir hier auch aktive Bürgerbeteiligung geben. Also wenn unsere Jugendlichen doch in den Vorschlag an uns bringen, hey,
hey, wir hätten da gerne diesen Ninja-Parcours, dann holen wir sie doch mit ins Boot. Dann sagen wir doch, hey, kommt zu uns und zeigt uns mal, wie ihr euch das vorstellt, und wir versuchen das dann gemeinsam zu realisieren. Also wir haben ja ganz viele Möglichkeiten, die wir aus ganz unterschiedlichen Altersgruppen eben Bürgerbeteiligungen hervorbringen können. Und das wäre eben Möglichkeit, Jugend aktiv mit ins Boot zu holen. Gleiches bei den Spielplätzen. In ganz Deutschland gibt es schon Projekte, da kann man die, oder lädt man Kinder dazu ein, als Spielplatzplaner zu wirken. Ja. Dann wird man, dann macht man dann eine Ausschreibung, einen Aufruf und sagt, hey, euer Spielplatz wird neu geplant, macht mit und kreiert euren eigenen Traumspielplatz. Und dann ist ein Architekt dabei und ein Planer und dann macht man das gemeinsam. Und ich denke mal, das ist doch so eine tolle, so eine einfache Lösung, auf die wir doch alle im Prinzip dann stolz sein können, wenn es soweit ist. Und Jugendliche oder Kinder können ihren eigenen Spielplatz benutzen. Und das finde ich extrem wichtig, dass wir das in Zukunft genauso angehen, wie wir da hinten ins Boot zu holen. Das heißt dann, wenn ich möglich? Ja, natürlich. Ich weiß jetzt nicht, was ein Ninja-Parcours kostet und wie wir das dann auch durchkriegen. Ja, aber es ist doch erstmal das Bedürfnis da. Da äußert sich eine Gruppe von Jugendlichen und sagt, wir hätten gerne sowas. Das ist doch erstmal dann der erste Punkt, dass ich sage, okay, ich befasse mich damit. Ich setze mich aktiv damit auseinander, ich informiere mich drüber. Was ist das? Wo gibt es das? Kann ich mir von anderen Kommunen was abschauen in der Umsetzung und dann das Projekt so Stück für Stück immer weiter vorantreiben. Aber das Wichtige ist doch an der ganzen Geschichte, dass man sich gegenseitig oder dass die Jugendlichen sich ernst genommen fühlen, sich wahrgenommen fühlen. Ja. Das ist ein ganz tolles Gefühl und das möchte man doch als Stadt auch einfach seinen eigenen Kindern zurückgeben können. Ja, ich hoffe, das beantwortet jetzt eure Fragen da hinten. Die weiteren Punkte nenne ich kurz. Die Jugendlichen haben noch angesprochen den öffentlichen Nahverkehr. Sie sagten, das Thema ist tatsächlich ziemlich komplex, aber sie sagten, wenn der Unterricht mal erst 9:30 beginnt, ist es einfach schwierig. Oder wenn man auf die Dörfer rauskommen will, ganz genauso. Dann haben sie sich erkundigt nach einem Jugendrat, da können wir mal kurz zu der Stimmungsbild machen. Jugendrat, ja, nein, vielleicht. Wäre ich voll dafür. Macht nur Sinn, die Jugend mit zu beteiligen. Ganz klar. Wenn es gewünscht ist, auf jeden Fall. Danke. Und als letzten Punkt haben die Jugendlichen angesprochen, ob es vielleicht möglich wäre, eine finanzielle Unterstützung für den Abiball zu bekommen, wenn die Leute das hier nicht wissen. Es kann ja nicht sein, dass unsere Abiturienten in andere Städte fahren müssen, weil sie sich dann wirklich nicht sagen lassen. Zwischen Abiball und Stadtfest mal aufnehmen. Können Sie noch? Okay, denn jetzt kommt es zu den Themen Innenstadt und Finanzen. Und Sie sind mir bewusst, dass ich das nicht in 2 Minuten klären lässt. Ich bin sehr bei dennoch ein kompaktes Statements. Zuerst hat der Stefano Petinella und eine Familie Schumm aus Bergnaz haben sich erkundigt, was für Pläne Sie haben, um die Einnahmen der Stadt langfristig zu erhöhen. Wäre denn die Ansiedlung von Industrie denkbar? Gibt es vielleicht andere Ideen? Und wenn ja, wie viel Geld ließe sich damit dann genau holen? Herr Marbeck, Sie haben vorhin, glaube ich, schon mit dem Richtung geantwortet, deswegen würde ich jetzt gerne mit der Vogel beginnen. Wenn man das so genau beantworten könnte. Ja, also wie man mehr Geld in die Stadt bekommt. Eine Stadt ist sehr stark von der Konjunktur abhängig, das ist schon mal das eine, sprich wenn ich Steuern bekomme, ob das die Einkommensteuer sind, ob das Gewerbesteuer ist. Es macht natürlich Sinn, ich habe es vorher schon ausgeführt, nach Gewerbeflächen zu gucken, dass wir natürlich Betriebe ansiedeln können. Das macht für heimische Leute, die vielleicht irgendwo mal in der Garage anfangen oder daheim in der Wohnung und sagen, da mache ich ein bisschen, aber jetzt will ich den nächsten Schritt tun und will weiter raus und ich will größer werden. Dann kann man für die was anbieten. Das heißt aber nicht automatisch, dass ich 3 Jahre später als Stadt schon wieder Geld in der Kasse habe. Dann sind wir natürlich auch abhängig von dem, was wir vom Freistaat Bayern entsprechend bekommen. Somit ist es sehr schwierig, da Schräubchen zu drehen, wo man sagt, die Stadt bekommt dadurch tatsächlich
auf längere Sicht und regelmäßig mehr Geld. Wir hoffen immer, dass die Konjunktur noch entsprechend anhält. Da haben wir jetzt die letzten 10 Jahre alle Kommunen von profitiert. Ja, deswegen stehen die meisten mittlerweile auch deutlich besser da als vor 10 Jahren. Aber wenn wir da wieder mal nicht reinlegen, dann nehmen die Kommunen wieder am Tropf, dann kommt auch wieder weniger. Dann kommen auch plötzlich nicht mehr die ganzen Förderprogramme so, weil dem Staat dann auch das Geld entsprechend fehlt und erst nach unten nicht mehr weiterreichen kann. Deswegen kann man jetzt den Schwung noch mitnehmen, aber wir werden jetzt nicht irgendwo eine Stelle haben, wo wir sagen können, dann zieht man Brückenau oder welche Kommune auch immer auf Dauer beständig Geld raus, das nur so sprudeln. Schön. Ja, also ich habe die Quelle noch nicht gefunden, sonst wird sie wahrscheinlich in der Nachbarkommune. Ja, ich würde gucken, wie weit man die in die Allianz transportieren kann. Aber das ist aus meiner Sicht nicht machbar. Also wir sind da wirklich schon als Kommune ein Stück weit ausgeliefert. Wir können einfach nur gucken, dass wir unsere Haushaltspolitik dann an der jeweiligen Konjunktur anpassen und dann danach schauen. Und abschließend, natürlich gibt es darum für bestimmte Projekte, das ist hier und da schon angeklungen, dass man da nach Investoren Ausschau hält. Ich habe da schon spannende Gespräche geführt. Das funktioniert aber natürlich auch nur in der Zeit, wo es finanziell auch überall ist. Hast du die Geldquelle aufgetan? Die Geldquelle habe ich nicht aufgetan, nein. Für eine Stadt ist es ja immer eine gewisse Schwierigkeit, Gelder zu ernten. Also wir können Gelder natürlich unsere Einnahmen erhöhen, indem wir die Steuern erhöhen. Das ist ganz klar. Das ist vielleicht das Einfachste. Aber auch in meinen Augen das Sinnloseste, weil wir wieder mehr Steuern bezahlen. Dann kann man einmal die Möglichkeit nehmen, die vielleicht in der E-Mail vorgeschlagen war, Industrie anzusiedeln. Da sind wir hier, was die Stadt betrifft, wirklich schon an unserer Kapazitätsgrenze, denn es gibt wenige Gebiete innerhalb unseres Stadtgebiets, wo wir neue Industriegebiete ausweisen können. Das sehe ich allerdings auch wieder, genauso wie die Wohnbebauung, in den Ortsteilen. Also wir sollten uns wirklich auch Gedanken darüber machen. Da müssen allerdings erst Gespräche geführt werden, ob sich überhaupt Industrie hier ansiedeln möchte. Und wir sind ja hier in einem Kurbereich, da ist ja auch nicht alles zu passen. Eine dritte Möglichkeit ist die Einkommensteuerzuweisung. Also wir sind ja auch an der Einkommensteuer von jedem, der hier im Raum sitzt, beteiligt. Also wir bekommen über einen gewissen Schlüssel von jedem von ihnen Teil der Einkommensteuer. Also, wenn wir es schaffen, Neubaugebiete auszuweisen und interessante Familien hierher zu bringen, die im allerbesten Fall auch noch gut verdienen, dann bekommen wir natürlich auch Geld in unsere Kasse, wovon wir wieder Kindergärten finanzieren können, wo dann unsere Gebühren für die Bürger senken. Das ist eine Idee. Dankeschön. Dazu hätte ich noch mal eine Rückfrage. In welchen Ortsteil soll denn so ein Gewerbegebiet deiner Meinung nach, Ihrer Meinung nach? Wir können ruhig beim Buch bleiben. Also am sinnigsten ist natürlich der Ortsteil Volkers durch die Autobahnnähe. Und ich denke mal, Volkers lässt sich auch vom bestehenden Industriegebiet in Richtung Autobahn am besten ausweiten. Hierzu müssen aber natürlich erstmal Interessenten da sein. Ein anderer Ortsteil fällt mir nicht ein. Also weder Römershag, noch Bernhards, noch der Staatsbad sind tatsächlich für Industrie geeignet. Dann schon direkt an die Autobahn und da bleibt eben Volkers übrig. Danke. So, zur Fußgängerzone. Darüber haben sich Elisabeth und Winfried Bott Gedanken gemacht und auch Familie Schumm, letztere am Frühstückstisch. Und zwar, die Frage kann man sehr lang stellen, man kann sie auch sehr kurz stellen. Ich habe mich für die kurze Variante entschieden. Haben Sie einen Plan, wie man die Stadtmitte von Bad Brückenau wieder mit Leben, Geschäften und Gastronomie beleben kann? Herr Marberg. Ja, also ich würde gerne die ganze Fußgängerzone neu entwickeln wollen. Nach Möglichkeit neu entwickeln wollen. Dazu gehört, dass man zum Beispiel für ein besseres Licht sorgt. Also stellen Sie sich mal vor, die Fußgängerzone ist entsprechend schön ausgeleuchtet. Es fehlt das Grün momentan. Ja, wir haben wenig Grünflächen. Wir haben wenig Aufenthaltsmöglichkeit. Und dann stelle ich mir eben das Mehrgenerationenhaus im besten Fall tatsächlich in der Innenstadt vor, weil ich überzeugt davon bin, dass dieses Mehrgenerationenhaus
mit einem entsprechenden Angebot so attraktiv wird, dass man, egal ob als Einheimischer oder eben als Kurgast, gerne das auch aufsucht, dass man immer wieder in die Fußgängerzone kommt und das entsprechend wahrnimmt, dieses Angebot, und in Anspruch nimmt. Und davon können, glaube ich, auch die umliegenden Angebote profitieren, ob das jetzt der Einzelhandel ist, die Gastro oder die sozialen Einrichtungen, die dort vor Ort sind. Ich glaube, wir können nicht mehr darauf hoffen, dass wir nochmal eine richtig lebendige Einkaufsstraße bekommen, weil wir sind im Jahr 2020 und ich glaube, wir sind hier zu 99% im Raum dafür verantwortlich, durch unseren Konsum von oder Online-Bestellungen, dass es nicht mehr so ist wie früher. Das ist die Tatsache. Deswegen müssen wir uns einfach überlegen, wie kriegen wir diese Fußgängerzone attraktiv? Und da geht meines Erachtens eben viel über das Aufbau der Kultur. So ist es doch. Das muss eine Art Und dann gilt es aber auch, da einen Kompromiss zu finden. Also im besten Fall, sage ich dazu, werden wir die Fußgängerzone als Bürgerwerkstatt planen. Wir alle gemeinsam, alle von Ihnen, die da mitmachen wollen. Und wenn da ist, dass die Fußgängerzone bitte für den Verkehr geöffnet bleibt, dann wird man sich dagegen kaum verschließen. Dann ist es so. Aber wichtig ist, dass wir eben versuchen, wieder Attraktivität da reinzubekommen, dass diese Ludwigstraßen wirklich zum neuen Leben erwarten. Das ist, glaube ich, unser aller Anliegen, aber das ist eben mein persönlicher Wunsch. Herr Stumpe. Innenstadtbelebung ist mein Lieblingsthema. Da bin ich schon seit Jahren dabei. Vom Kopf her. Also ich sehe grundsätzlich, wir müssen anfangen zuerst mal mit dem Verkehr. Weil das ist auch, hat man ja gemerkt, das Thema, was den Leuten am meisten unter den Nägeln brennt. Und meines Erachtens müssen wir Bereiche schaffen, die für den Verkehr zugänglich sind, also für Autoverkehr, aber wir müssen auch Bereiche schaffen, die komplett von Autoverkehr ausgeschlossen sind. Weil dieses Mischmasch, das bringt allen nichts. Also klare Regeln werden befolgt, aber wenn wir so Teillösungen machen, wie wir sie jetzt haben. Momentan funktioniert es, aber es ist zum Beispiel der Wunsch da, durch die Altstadt abzukürzen in Richtung Unterrheinstraße. Ich finde auch, die Altstadt ist der einzige Bereich in unserer Stadt, wo es von der Breite her gegeben wäre, dass da wirklich Autos durchfahren. Und deswegen würde ich damit erstmal anfangen, den Verkehr ordentlich zu strukturieren, um Leben in die Innenstadt zu bringen, stelle ich mir auch nicht mehr, da muss ich dem Vorredner recht geben, Einzelhandel an sich vor, weil das Thema ist, glaube ich, durch. Man sieht es auch in größeren Städten. Ich würde die Innenstadt beleben wollen durch Funktionsgebäude. Da haben wir ja auch schon einen Versuch gestartet. Die Idee ist da, unsere städtische Bibliothek in eine Innenstadtimmobilie zu tun. Das wäre ein Schritt, den die Stadt aktiv machen könnte, um die Innenstadt zu beleben. Und das würde ich auch gerne vorantreiben wollen. Außerdem sehe ich gastronomisch noch viel Luft nach oben. Deswegen habe ich auch vorhin gesagt, da muss man dran arbeiten. Und wir müssen mehr Veranstaltungen unternehmen oder Veranstaltungen in die Stadt holen. Diese Feierabendkonzerte Freitagabend sind ein sehr gutes Beispiel dafür. Viele von euch besuchen diese Feierabendkonzerte und die werden wirklich gut angenommen. Zu diesen Feierabendkonzerten sehe ich noch Themenmärkte, Flohmärkte, grüner Markt und so weiter. Also nur durch Aktionen, Veranstaltungen und so weiter bringen wir Leben in die Stadt. Und ich bin überzeugt davon, wenn wir dann Menschen in der Stadt haben, wird sich das automatisch befruchten und wir dann auch wieder irgendwie eine funktionierende Geschäftswelt beleben können. Würden Sie einen City Manager einstellen? Ich sehe eigentlich
City Manager. Danke. Herr Vogel, Ihre Antwort bitte. Ich würde zur Innenstadt gerne das Gespräch suchen mit den Händlern, die da momentan betroffen sind, auch mit den Bewohnern, die halt befürchten, dass vielleicht auch Belästigungen kommen, aber auch mit den Eigentümern, denen die Immobilien gehören. Und dass man da versucht zu entwickeln und sagt, was geht denn, wie weit kann man denn gehen, wie weit kann man Verkehr gezielt dadurch steuern, wie weit kann man das zeitlich vielleicht steuern, in welche Bereiche lässt man gar keinen Verkehr zu, dass man sagt, da könnten sich auch die Familien dann entsprechend bewegen, ohne dass man gucken muss, habe ich mein Kind am Arm, wo kommt das nächste Auto? Ich war jetzt öfters oben unterwegs und es fahren alle ganz langsam durch, gerade wenn es dunkel ist. Von daher glaube ich, wenn man das mit den Betroffenen dort bespricht und guckt, was kann man denn wie steuern, das ist schon mal das eine. Wir haben auf dem Neujahrsempfang hier gehört, da hat der Dr. Wildenauer gesprochen und hat gesagt, in seiner Recherche zu Beginn hat er festgestellt, dass man vor über 100 Jahren genau Gesundheit und Tourismus die Punkte sind, die es rauszuarbeiten gilt, dass die Stadt damit Geld verdienen kann. Und ich glaube, wenn man in diesem Bereich die Chancen, die wir hat, wir haben die Siebener Quelle oben, das habe ich vorhin schon genannt, wir haben hier die Georgi-Quelle. Und wenn man da mehr machen kann, die Frau Romeis-Merten von der Touristinfo hat sich das ja auch gesagt. Wir sind jetzt bei der Fußgängerzone, nicht bei den Quellen rechts und links. Ja, Sie haben aber gefragt, wie wir auch Gastronomie beleben können, um die dann wieder da reinzukriegen. Ich spanne gerade den Bogen. Ich komme jetzt wieder in die Fußgängerzone. Und in dem Moment, wo ich diese Dinge nämlich ausbaue und entsprechend belebe, dann habe ich auch Potenzial, dass ich mehr Leute anziehe, die dann auch in die Stadt kommen und nicht nur von rundherum. Und in dem Moment wird sicherlich auch für den einen oder anderen wieder interessant, die Gastronomie auch in der Innenstadt zu beleben. Weil wenn ich weiß, es kommen Leute und es kommen nicht nur die Einheimischen und nicht nur die aus der Brückenauer Rhönerland, sondern es kommen auch Gäste von außerhalb, dann wächst automatisch die Chance, dass ich auch wieder Gäste in der Gastronomie habe. Und somit, wenn ich da wieder mehr Gäste habe, wächst auch die Chance, dass der Handel wieder profitiert. Das kann aber nur funktionieren, dass man mit den Leuten erstmal in der Innenstadt spricht, die an den Tisch holt und dann zu gucken, was die Stadt tun kann, dass die Rahmenbedingungen außen dann entsprechend passen. Also Sie haben den Einzelhandel als Option noch im Kopf? Ja, absolut, weil ich glaube, es gibt nach wie vor, auch wenn wir online kaufen können und da machen und tun, ich glaube, es gibt nach wie vor sehr viele Bürgerinnen und Bürger jeden Alters, die sehr schätzen, wenn sie auch mal in ein Geschäft reingehen können, wo sie beraten werden. Klar kann ich online kaufen. Das Online-Kaufen ist einfach, man bestellt es, man kriegt es geliefert, ich kann nachts um 10 auf der Couch bestellen und dann kommt es und wenn mir es nicht gefällt, schicke ich es zurück. Das ersetzt aber in keinster Weise die Beratung in einem Geschäft drin und ich glaube, dass das auch viele Leute nach wie vor wirklich zu schätzen wissen. Und deswegen ist es für mich auch interessant und ich glaube, dass der Einzelhandel an der Stelle nicht ausstimmt. Dankeschön. Ja, vielen Dank bis dahin. Uli, willst du mir was sagen? Wir liegen gut in der Zeit. Soll ich noch zwei Fragen rauskramen? Wenn die Herren noch können. Ja. Dann würde ich tatsächlich gerne noch zwei Fragen stellen. Einmal zum Familienleben in der Stadt. Ferienzeit organisieren können. Seine Frage lautet, also zum Erklären, es gibt etwa 60 Ferientage im Jahr und jedes Elternteil hat ja nur 30 Urlaubstage. Genau, und er fragt, was würde der neue Kandidat dafür tun, um gegebenenfalls eine Ferienbetreuung für Kinder im Grundschulalter für die Stadt Bad Brückenau und die Ortsteile anzubieten? Wie ließe sich das finanzieren? Herr Marberg. Also wir haben ja schönerweise schon ein entsprechend tolles Ferienprogramm, das jedes Jahr auch zu den Sommerferien rauskommt und da zumindest was abdeckt. Und da ist natürlich vorbildlich, dass ganz viele Vereine sich engagieren in der Hinsicht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir zusammen mit unserem Pool an Erziehern was aufstellen können, wo wir Synergien aus diesen beiden machen, über mit Technik anfangen zu gehen.
haben ja ein recht breites Portfolio an Vereinen und das kann man tatsächlich zusammenbringen, gemeinsam mit unserem Pool eben an Kinderbetreuung und Erzieherinnen. Wie das Ganze dann im Endeffekt aussieht, müsste man sich natürlich ausgestalten. Aber das ist jetzt mal so die Kernidee, zu sagen, wir bringen diese beiden Punkte zusammen und machen da ein attraktives Programm draus. Finanzierbar? Ja, natürlich in erster Linie über die Stadt, aber da müssen wir mal gucken, wie es dann da weitergeht. Ja. Das ist ganz klar, das lässt sich jetzt in dem Moment nicht absehen soweit. Was man natürlich auch ins Auge fassen kann, wovon wir auch in der Bibliothek profitieren, ist, dass wir inzwischen schon eine kleine Gruppe an Ehrenamtlichen haben. Das sind ungefähr 12, 13 Personen, die sich regelmäßig einbringen. Und wenn da auch entsprechend, genau wie bei den Vereinen an sich das ja der Fall ist, da sich entsprechende Kapazitäten bilden würden, dann wären wir, was das Finanzielle angeht, natürlich einen Schritt voraus. Weil dann können wir uns darauf verlassen, dass das die Vereine auch deswegen tun, weil sie merken, okay, wenn wir es gut machen, dann kriegen wir hier vielleicht auch unseren Nachwuchs für die Zukunft her. Von daher müssen wir es einfach abwarten, denke ich. Herr Stumpe. Jo. Es ist natürlich ein Mammutprojekt. So viele Kinder, die wir hier in Bad Brückenau haben, in den Ferienzeiten über Vereine betreuen zu lassen. Deswegen sehe ich dem ein bisschen skeptisch gegenüber. Ich finde die Überlegung und die Frage schon sehr wichtig, weil es ist tatsächlich so, dass es 60 Ferientage im Jahr gibt und aber jeder nur 30 Tage Urlaub zur Verfügung hat. Es sollte eine Lösung gefunden werden, dass vielleicht unsere Kindergärten auch in den Ferienzeiten eine Kinderbetreuung anbieten. Aber da sind wir tatsächlich wieder auf der Seite der Finanzierung, denn so ein Zusatzangebot kann natürlich nicht von der Stadt alleine finanziert werden. Und da müsste man wieder in den Dialog treten mit den Bürgerinnen und Bürgern, mit den Eltern, ob sie denn bereit wären, für eine Kinderbetreuung in den Ferienzeiten dann zusätzlich auch noch Geld auszugeben. Natürlich muss man als Stadt ein Angebot tun, aber ich glaube, die Finanzierung darf nicht alleine auf der Seite der Stadt liegen. Also da muss man in den Dialog treten und ich sehe auch nicht unbedingt die Vereine in der Verantwortung, weil die das überhaupt nicht leisten können. Es ist ja so eine Masse an Kindern da, dass es unvorstellbar ist, die alle durch Vereine betreuen zu lassen. Also der Ansatz sollte von der Stadt schon da sein, eine Betreuung anzubieten, ja. Aber da muss man natürlich die Eltern mit ins Boot nehmen, was die Finanzierung betrifft. Danke. Herr Vogel, wie sehen Sie das? Die Vereine leisten jetzt schon wahnsinnig viel in den Kommunen. In jedem Ortsteil, hier in der Kernstadt. Wir haben für Bad Brückenau etwa 80 Vereine und die machen viel. Deswegen möchte ich denen an der Stelle dann nicht eine Kinderbetreuung in den Ferien aufbürden. Selbst wenn es vielleicht teilweise freiwillig gemacht werden würde. Aber auch da wird es immer wieder Probleme geben, weil dann vielleicht manchen Eltern der Verein nicht gefällt oder derjenige, der vorne dran steht und wieder. Also das ist schon mit Schwierigkeiten verbunden und das ist ja auch eine hohe Verantwortung. Im Kindergarten, glaube ich, reichen die Kapazitäten nicht aus. Die Kinder, es geht ja auch um die Betreuung von Schulkindern. Ja, ja, aber weil es ja damit auch angesprochen war, dass man vielleicht mit den Kindergärten, da werde ich vereinzelt welche mit, wo die Möglichkeit besteht, aber ich glaube, das wird in Summe nicht reichen. Deshalb sehe ich so eine Ferienbetreuung dann schon bei der Stadt, was die Stadt organisieren muss, was man anbieten sollte. Und ich glaube aber auch, dass Eltern, die davon betroffen sind, das sind ja nicht alle. Ja, wir haben ja auch Eltern, die Möglichkeiten haben, das innerhalb der Familie durchaus mal abzudecken. Aber diejenigen, die betroffen sind und das nutzen müssen, weil es nicht anders geht. Ich glaube, da sind auch viele bereit, dann entsprechend auch einen Beitrag für zu leisten. Wie das am Schluss aussehen kann, kann man erst festlegen, wenn man den genauen Bedarf hat. Weil vorher tue ich mir wahnsinnig schwer zu sagen, wir machen so oder wir machen so. Es wird einen Bedarf geben, das haben wir gehört, der ist da, zweifelsohne. Das bekomme ich sonst auch mit. Das wird ein Thema werden über die ganze Allianz. Und dann muss man schauen, wie man das unterm Strich organisieren kann. Aber ich sehe es bei der Stadt. Und bin auch überzeugt, dass auch die Eltern ihren Beitrag leisten, wenn sie wissen, es gibt eine Möglichkeit. Dankeschön. Dann zur Rhön-Allianz. Der Allianzmanager hat sich auch beteiligt an unserer Fragerunde. Er möchte wissen, wie die Zusammenarbeit in der Rhön-Allianz bewertet wird von Ihnen und welches interkommunale Projekt in der Zukunft für jeden Einzelnen Vorrang hätte. Herr Stumpe.
Ich bewerte die Zusammenarbeit innerhalb der Rhön-Allianz als sehr gut und es ist auch eine wichtige Einrichtung für Bad Brückenau und für die gesamte Rhön-Allianz. Hier werden Kräfte gebündelt und das ist ja genau das, was wir wollen. Wir wollen gemeinsam etwas erreichen und im interkommunalen Bereich sehe ich vorrangig tatsächlich nicht ein interkommunales Industriegebiet, sondern ich sehe vorrangig wirklich den Tourismus, weil das ist genau das Punkt, mit dem wir hier aufwarten können. Unsere Region, die bietet so viel an und jetzt mit der Anbindung über den neuen Radweg haben wir wirklich was, mit dem wir etwas bieten können unseren Gästen. Und wenn wir dann interkommunal zusammenarbeiten innerhalb der Rhön-Allianz, da kann sich gerade in dem touristischen Bereich richtig was ergeben. Das war's. Danke. Herr Vogel? Wenn ich was anderes als sehr gut sage, schließe ich ein Eigentor. Nee, Spaß beiseite. Also die Zusammenarbeit innerhalb der Brückenauer Rhön-Allianz ist sehr gut. Wir rücken dadurch deutlich näher zusammen, was die 8 Kommunen hier in dem Raum anbelangt. Wir tauschen uns dadurch intensiver aus und profitieren deshalb auch untereinander. Der zweite Nebeneffekt, durch die Brückenauer Rhön-Allianz kommt man auch an den ein oder anderen Fördertopf besser ran, beziehungsweise der liegt etwas höher. Mittlerweile ist es in fast allermeisten Fällen sogar eine Voraussetzung. Deswegen gibt es auch in Unterfranken, ich glaube, keine Kommune mehr, die nicht in der Allianz sich organisiert hat. Welche Projekte? Ja, wir haben den Radweg, das habe ich angesprochen. Welches Projekt hätte Vorrang? Welches Projekt? Als erstes Projekt sehe ich, das ist was, was uns jeden Tag beschäftigt, wo aber keiner wirklich drüber reden will, das ist Abwasser. Weil da haben wir, ich sage den Druck, ja, an der Stelle, wir haben einfach ein Problem, wohin mit dem Abwasser und was machen wir damit? Dass wir das zusammen, auch mit den Stadtwerken, das Thema bearbeiten und dann nach einer Lösung suchen. Nicht mehr umher, das auf, zur Verbrennung zu fahren. Landwirtschaftliche Flächen ist nahezu ausgeschlossen. Wer reiner Getreidebauer ist, der dürft keinen Klärschlamm mehr drauf haben. Wer noch Milchvieh hat, dürft keinen Klärschlamm auf die Flächen. Also wir kriegen es in der Landwirtschaft nicht mehr runter. Und deshalb kommen wir immer mehr in den Bereich der Verbrennung. Und wenn wir mit knapp 20.000 Einwohnern Regionen irgendwo auftreten zum Verhandeln, dann tun wir uns deutlich leichter. Und wir können rechtssicher entsorgen. Und das ist ja ganz wichtig. Das ist ja auch ein Punkt, wo sich alle Bürgerinnen und Bürger darauf verlassen. Da machen sich die meisten ja keine Gedanken. Deswegen ist das in das Projekt, das ich sehe, dass wir schon massiv bearbeiten müssen, dass wir da entsprechend vorkommen, vorankommen. Das ist natürlich keins, was jetzt die Region in dem Moment irgendwo in Blüte erstrahlen lässt, aber es ist ein enorm wichtiges Thema. Dankeschön. Weil ich glaube, das würde uns als Bad Brückenau enorm helfen, eben über eine Kraft, einen Wirtschaftsförderer, den man am besten dann auch auf Rhön-Allianz-Level ansiedelt, oder für neue Unternehmen zu werben. Das ist ganz klar das, was ich in erster Linie sehe, weil irgendwann müssen wir ja mal anfangen. Wir können ja nicht hoffen darauf, dass die von selbst hier ankommen, sondern wir brauchen diese Förderung. Wir können einen Wirtschaftsförderer, was der so kostet, uns als Stadt aber schlecht leisten. Und im Landkreis wiederum, wenn wir den beim Landkreis ansiedeln, dann ist die Gefahr groß, dass zu sehr nach Kissingen geschaut wird und wir davon weniger profitieren. Deswegen fände ich es enorm wichtig, dass das kommt, gerade hier für diesen Standort. Und ich meine, wir müssen auch mal in die Richtung offensiv denken. Wir haben ja hier einiges zu bieten. Also die ganzen Standortfaktoren, die wir hier vorbieten können, die ja nicht nur für potenzielle Zuzüglinge interessant sind, sondern eben auch für Unternehmen, für die Menschen, die dann auch hier Arbeit finden und sich hier entsprechend auch nah zum Arbeitgeber ansiedeln wollen. Wir haben hier das Krankenhaus, wir haben die Schulen, wir haben die Versorgungslage, wir haben die Natur vor der Tür, eine unheimlich niedrige Kriminalitätsrate. Also das ist ja alles was, das man nach außen tragen muss. Und ich denke, es kann Hand in Hand gehen bei der Rhön-Allianz, dass wir sagen Wirtschaftsförderung und gleichzeitig Werbung nach außen. Hier sind wir in Bad Brückenau, hier kann man wirklich Dann bitte.
die letzte Runde um Konzentration. Hier haben wir im Gespräch der Salzeitung sagen Sie, dass Sie nicht herausgehen, weil das Kulturzeitung möchten Sie nur bleiben, wenn Sie für die Bibliothek Entwicklungsmöglichkeiten bekommen. Wie beliebig ist denn Ihre Kandidatur als Bürgermeister? Wie echt ist genau? Also die ist schon sehr echt. Also ich habe das tatsächlich schon gesagt, sehr echt. Also ich habe das tatsächlich so gesagt, ich erwarte nicht, dass ich gewinne, weil ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, wie viele Menschen gehen zur Wahl. Auch nochmal hier an der Stelle ganz kurz der Aufruf von uns dreien, aber auch von den Kollegen von der FDP, Freibürger und den Grünen. Bitte gehen Sie zur Wahl, nehmen Sie Ihr Wahlrecht wahr. Es ist uns ein enormes Anliegen. Und ich habe dann einfach hochgerechnet und halt aufs Herz. Wir sind in Bayern, CSU-Land, ich bin von der SPD. Und das ist schon mal so ein bisschen verschreckend. Also deswegen, ich habe das so gesagt, aber ich habe auch im Nachsatz gesagt, dass ich alles geben werde, um Sie zu überzeugen. Ich habe ein Zitat von Rio Reiser aufgeschlossen. Der Traum ist aus, der Traum ist aus, aber ich werde alles dafür geben, dass er Wirklichkeit wird. Heißt so viel wie, ich werde alles dafür tun, Sie auch davon zu überzeugen, dass meine Inhalte die Stadt nach vorne bringen können. Und notfalls werde ich damit auch untergehen, aber bis dahin werde ich alles geben. Also diese Bürgermeisterkandidatur habe ich mir jetzt nicht als Scherz ausgedacht, um auf die Bibliothek aufmerksam zu machen, sondern ich meine es tatsächlich so und ich möchte auch unbedingt Bürgermeister werden. Ich habe einfach nur den großen Vorteil, dass ich im Falle der Niederlage weich falle. Ich bin dann einfach Kulturamtsleiter und mache dann da weiter. Und dann muss ich aber, wenn ich da, und da habe ich den Anspruch an mich selber, 100% will ich auch raus. Und ich brauche eine ist, denken Sie an Ihre eigene Arbeitsstelle, wenn Sie die nicht mehr sehen, dann muss man sich einfach überlegen, ob das noch Sinn macht. In dieser Art, ob Ihnen das auch in Bad Brückenau gelingt, steht in den Sternen. Glauben Sie, dass Veränderung in Bad Brückenau möglich ist? Haben Sie ein Interesse daran? Zweimal ja. Dann Herr Stumpe, Hand aufs Herz. Sie sind in dieser Stadt groß geworden und Ihr Herzensprojekt ist es, dass wieder Leben in die Innenstadt kommt. Doch die Leitung einer Stadt lässt sich nicht nur auf die Fußgängerzone reduzieren. Sind Sie der Verantwortung eines Bürgermeisters gewachsen? Ja, selbstverständlich bin ich das. Das ist mein Leuchtturmprojekt, ist die Belebung der Innenstadt. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Und es wird auch so sein, denn ich finde, wenn man in der Innenstadt so lebt, ist es ein Schatz ziemlich tief, wenn man ich sehe der sich aus die Ortsteile nicht außen vor lassen. Und ich habe es vorhin schon mal angesprochen, ich sehe in den verschiedenen Ortsteilen durchaus Möglichkeiten der Wohnbebauung, der sinnvollen Wohnbebauung, eher als in unserem Stadtzentrum. Ich sehe im Bereich Volkers, unglaublich gute Chancen, da ein Industrie- oder Gewerbegebiet weiter anzusiedeln. Also ich beantworte die Frage ausdrücklich mit Ja. Ich fühle mich dazu imstande und ich habe auch dafür sehr gute Ideen. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank vor allem an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich denke, unsere Erwartung eines spannenden Abends wurde nicht enttäuscht. Ich danke auch für die Fairness an Sie drei hier oben. Wir haben jetzt noch eine Kleinigkeit auf dem Herzen, aber es ist eigentlich eine Großigkeit, Susanne. Ehrlich?
Habe ich jetzt was vergessen? Danke. Als ich vorhin kurz gefragt habe, wer hat die Saale-Zeitung abonniert, wer hat die Mainpost abonniert, im Endeffekt, es ist egal. Bleiben Sie bei Ihrem Blatt, ob das die Mainpost ist oder die Saale-Zeitung. Wichtig ist uns, bleiben Sie weiter informiert. Lesen Sie weiter Zeitung, ob Sie das online tun oder Ihren Papierdruck umblättern wollen. Machen Sie es einfach, aber informieren Sie sich, denn das hilft der Demokratie. Genauso auch, und ich möchte mich jetzt ganz herzlich bedanken bei den drei Männern da oben, in Zeiten, in denen Kommunalpolitiker beginnen, Waffenscheine zu beantragen, weil der Hass, die Hetze, die Anfeindungen, die Drohungen immer stärker werden, kann man sich nicht genug dafür bedanken, dass es noch Leute gibt, die sich sehr engagieren für eine Gesellschaft. Dankeschön. Gucke, die stehen ja da in Fünferreihen. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind und kommen Sie bitte gut nach Hause. Tschüss. Dürfen wir? Hallo? Ja, freilich. Wir hätten noch ein Anliegen. Wir haben gerade gesprochen und ich glaube, da sind wir uns alle drei einig. Es ist gigantisch, welches Interesse die Kommunalwahl diesmal hier in Bad Brückenau erzeugt. Und es wäre echt riesig, was der Jan vorhin schon aufgefordert hat, es wäre echt riesig, wenn ihr das entsprechend rum erzählt. Online ist es auch zu sehen, aber wenn das dann die Leute am Schluss auch motiviert, zur Wahl zu gehen, macht von eurem Stimmrecht Gebrauch. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank.